Herzlich willkommen mit einem Stuck zum Trinken zu einem neuen Part von Let's Play New Super Mario Bros. Wunder. Wir sind immer noch in der schönen weihnachtlichen Welt. Lass uns einfach sie berieseln und beweihnachten und oh mein Gott, das ist viel zu viel wild. Nicht so wild ist es, was wir jetzt vorhaben, nämlich eine Schwierigkeitsstufe 4. Glimpspunkt 2, ich bin in Glimpspunkt so schlecht. Aber es ist ein Test fürs Upsizen. Ah ne, das Upsizen habe ich schon. Da kannst du testen. Oder wie ist das? Weil das Upsizen habe ich doch schon, oder? Wir probieren es jetzt einfach einmal aus und es sollte eigentlich Großdorfer sein. Irgendwie das ist ein bisschen sehr ungünstig, aber hier bin ich jetzt auch groß. Und damit. Oh Gott, ich bin halt so schlimm damit, ne? Ich finde das so schlimm. Kacke halt jetzt schon. Was muss man machen? Springe gegen eine Wand und drücke dann B, um noch einmal direkt nach oben zu springen. Jemand muss halt auch hier erstmal. Digga, es fängt doch schon allein hiermit an, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt kommen. Ich finde es ja sehr zu schlimm. Alles Wurst. Ja, das Ding geht halt in die falsche Richtung. Das triggert mich gerade mega. Und deswegen, ich komm. Ich kann. Digga, das gibt's doch nicht. Wie macht man das denn hier? Jawohl, mit viel Anlauf. So kann es gehen. Nein, Millimeter klappt das dann wieder doch nicht. Nein, hä, Digga, wieso klappt denn das nicht? Das reißt halt erst nicht. Okay, das war dumm von mir. Nächster Versuch. War so nah am Ding dran. Hä? Digga, wieso klappt das denn nicht? Muss man da nochmal springen oder was? Mann, ich will nicht mehr. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Mach doch alles so, wie die es wollen, dass man es macht. Wieso kommt das denn nicht hoch, Digga? Das gibt's doch nicht. Ich weiß, das Level wird als sehr schwer ausgewiesen, aber trotzdem, Digga. Meine Finger tun es schon hier, aber wir. Ich hab eine Idee. Nein, ich will auch nur noch nach oben, Mann. Yes! Ach du Scheiße. Ja, okay, okay, das Ding ist böse, ich hab's gerallt. Ich weiß ja auch nicht, wie ich das immer mache, wenn ich es mache. Das ist so assi. Das ist so assi. Ja, es reizt in der Theorie. Müsste es das an diesen grünen Dingern entlang. Boah, wenn es bitte noch so ein Level kommen, der ist rast aus. In sowas bin ich halt richtig scheiße immer, weil ich es immer verkack. Da irgendwie sinnvoll entlang zu springen. Come on. Stopp. Nach links, rechts, oder? Komm, nein. Nein. Gut. Nein. Ist er doch wieder runtergefallen, ist Depp. Ja, das braucht er seine Zeit. Aber irgendwann klappt es halt dann doch. Das sind genau solche Level, wo es dann irgendwie immer kurz vor Ende
wieder richtig dumm auf einmal runterfall, wisst ihr was, Mann? Weißt du, wieso bin ich jetzt zum Beispiel etwas, den ich manchmal klappt, das ist halt super. Manchmal gar nicht so. Manchmal klappt das, manchmal stelle ich mich erst dumm an, Mann. Wieso, weil, ne, wieso springe ich jetzt manchmal da dran? Und manchmal nicht, Digga. Ich reil das nicht. Verpiss es doch. Ne, jetzt hier ist ein Beispiel. Ist die von derselben Position. Ist die genau hier. Mach jetzt mal einen Sprung. Manchmal komme ich da dran und manchmal nicht. Mann, das will auch einfach nur das Level jetzt beenden. Das nervt mich jetzt hier so. Ich finde dieses Level so schlimm und es klappt halt ab einem gewissen Punkt gar nichts mehr und ich habe auch einfach keinen Bock. Bin gerade echt angepisst in diesem Game. Scheiße. Jetzt werde ich angefressen. So, ich will das jetzt endlich hinbekommen mit dem dummen Sprung. Das macht mich erst so dermaßen fertig, ey. Also. Wie machst du nochmal? Ey, jetzt hab ich es schon wieder gerade gar nicht. Bin ich aber auch ein bisschen raus, weil ich jetzt wieder, habe ich mal eine halbe Stunde Pause eingelegt gehabt. Ups, hier. Ach komm, bin ich ja wieder oben drüber. Mein einer Finger mit in die Taste drückt gleich weh. Was ich vorhin so oft gedrückt habe, oder was? Ich darf halt da nicht auf dieses Laufrad auch nur ansatzweise rankommen. Eskaliert das Gleis immer direkt. So. Wenn man einmal hier oben angekommen ist, dann klappt es immer, wie wir hier sehen können. Gut, wenigstens hat es mich jetzt nicht ganz wieder wegkatapultiert. Ich darf mich nie so früh freuen. Ach komm. Sag ja, ne? Ich darf mich nicht so früh freuen. Also es ist jetzt random irgendwann immer. Ach komm. Das war so unnötig jetzt. Nein. Was mache ich denn? Ich mache halt auch nur Scheiße, ne? Und dann. Warum ist halt auch nicht so wundern? Wenn es nun mal nicht funktioniert. Ach, scheiße. Wisst ihr, das ist halt erst irgendwie. Digga. Jetzt wird mein PC in der Eco-Modus. Jetzt bin mein Fernseher hier gerade rum. Da war es random irgendein Balken auf einmal. Was muss ich denken, Digga? Wieso? So. Nein. Ach komm. Ja, schön. Da kann man solches sehen, schön sehen, wenn man direkt gleich wieder ins Verderben saust. Wenn man der eine falschen Schritt oder besser gesagt der einen falschen Sprung macht, ist man halt gleich wieder komplett im Arsch. Ey! Ich gib's doch nicht. Gut, jetzt habe ich das mal geschafft. Tut von vorn es noch weh. Das war aber auch es keine angenehme Aufnahme. Ich will gar nicht so was sagen. Ach komm. Was, dann kommt es ja wieder irgendwo ganz woanders raus und das nervt mich dann wieder. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Ich hasse es, ne?
Hey, hier entlang! Das ist schön. Er muss Erfinderisch werden manchmal. So, diese zwei Blöcke, die sind echt schlimm, weil ich da manchmal immer noch keinen Peil habe. Wie ist das jetzt am schlimmsten mach, weil, ne, wie gesagt, jetzt bin ich schon wieder nicht mehr da drauf gekommen. Manchmal kommt man da voll easy drauf. Vorhin auch so sind drin. Manchmal halt gar nichts, was ich mir nur frag. Wieso, Digga? So. Ach, schön. Wir are gern hier, es ist so schön. Also ich werde dieses Game, für dieses eine Level, wirklich, immer fast fluchen. Es wäre bei all. Es wäre auf alles. Oh. Aber so gesagt, die In-Definition von dem. Was ein schweres Level ist, wisst ihr? So. Wenn jetzt alles auf richtig steht, jawohl. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich hab's nur einmal. Nein, irgendwie geschafft gehabt, da hochzuspringen. Und dann fährt man wieder so unkontrolliert runter und so weit. Das ist halt wirklich das aller. Nimmst du dran? Dann gleich so direkt so komplett und kontrolliert runter springt, wenn man random irgendwas verkackt. Was halt erst erstmal dick ist. So. Man muss einfach nur im richtigen Moment springen und dann hoffen, dass es irgendwie klappt. Ja, ich bin immer so weit gekommen, aber es wird halt immer schlimmer, ne? Kletterst du links oder rechts? Eine gute Frage. Ach, shit. Aber ich verstehe das System davon. Sehr gut. Ich wollte doch, glaube ich, tendenziell eher mal zur linken Seite. Wenigstens kann man hier so gut wie nicht runterfallen. Das ist nicht ausgeschlossen und ich will es auch nicht ausschließen. Das ist es mal tun wert. Otz. Nein, unnötig. Ich glaube, ich bin generell viel besser. Ah. Du Scheiße. Wie wird denn das? Jetzt immer noch schlimmer. Was sagt hier ist besser, aber dann kann man es nämlich einigermaßen drauf festhalten oder doch nicht. Nein, 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 nein. Ich habe ab einem gewissen Punkt verstehe ich das halt ist tatsächlich nicht mehr. Hier macht es alles Sinn, links zu gehen und dann um es dann zu verkacken. Das gibt's erst nicht.
Dann wird halt sowas von immer eine perfidere Art. Immer. Und konzentrieren. Kletterst du links oder rechts? Ich hab ne Idee, wie dieses Level das alles gut gehen kann. Ob es halt wirklich so geht, keine Ahnung. Kletterst du links oder rechts? Wenn wir jetzt hier so gehen. So. Komm. Jawohl. Jetzt hat man hier keinerlei Zeitprobleme. Nein. Wir wollen nicht wieder ganz nach unten. Das darf mir halt wirklich so gar kann nie passieren. Dass ich wieder ganz nach unten fall. So. Digga. Yes. Nein. Ich habe immer an dich geglaubt. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab das unmögliche Level in diesem Game geschafft. Oh Digga, wie ist sowas möglich? Das war wirklich mit Abstand das schlimmste Level. Nein. Ich will mit den Abseiten nicht mehr was zu tun haben. Ich dachte, das geht so bestimmt ganz nett und fertig was. Ah, das stimmt. So schlimm. Also Leute, das war's für den Part. Macht's gut. Ich bin fertig. Bis zum nächsten Mal und ciao. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich.